Ich möchte in diesem Video die Krisen ansprechen, die plötzlich in der Runde passieren. Und ich möchte dir dabei helfen, so schnell wie möglich aus dem Loch zu kommen. So viel Spaß beim Zuschauen. Wenn der Driver nicht funktioniert und der Ball nach links fliegt, deinen Linksdrall kannst du eigentlich ausnutzen, schön gerade Bälle zu schlagen oder kleine Fades zu schlagen. So, was meine ich da? Ich richte mich diesmal viel mehr nach links aus. Ein Hooker wird immer nach rechts sich ausrichten. Okay, jetzt ist die Gefahr super gut oder schlecht, dass ich jetzt nach links schlage. Aber ich werde jetzt schauen, dass ich meinen Körper extrem viel öffne. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn du früh die Drehung beginnst. Aber bitte, das ist nur, wenn dein Ball nach links tendiert. Okay, so mit diesem starken Griff werde ich gucken, dass ich so offen wie möglich im Treffmoment bin. Und so wird die Schlagfläche gerade bleiben und sich nicht schließen. Und das ist ein sehr schöner, lange Fade. Wenn du auf der Runde merkst, dass plötzlich alles wieder nach rechts fliegt mit dem Driver, dann ist es immer eine gute Idee, den Schwung flacher zu bekommen. Also vom Gefühl her mehr um den Körper zu schwingen. Okay? Aber das ist wirklich wichtig, dass du um deine Wirbelsäule dich drehst. Dreh deine Hüfte viel, aber bleibe in der Achse. Was dieser flachere Schwung bewirkt, ist etwas mehr Unterarmrotation. Und das wird gegen Slice helfen. Okay, das heißt nicht, dass ich den Schwung so beginne. Ich lasse den Schläger vor meinem Bauch. Aber wie du siehst, ist es eher eine Rotation. So, diesmal richte ich mich genau mittig aus. Und ich werde auch ruhig schwingen mit lockeren Händen. Und plötzlich, wie da, kam ein schöner Draw. Und der Ball rollt mir, der stoppt nicht so sehr. Wenn die Eisen an einem bestimmten Tag nicht funktionieren, dann mache ich sofort Folgendes. Ich zeige den Probeschwung. Und was siehst du? Ja, der Schwung sieht kürzer aus. Mein Schläger ist weit vor parallel. Aber wenn du das tust, musst du trotzdem schauen, dass du dich öffnest. So, ich will viel Körperrotation beim Ausholen sehen. Du bleibst aber in der Achse. Dein Kopf bleibt über den Ball. Sehr wichtig. Du möchtest nicht nach da wandern. Aber ich spüre Spannung in der linken Seite. Das musst du unbedingt probieren. Und du wirst dann einen besseren Kontakt merken. Oh, der war gut. Und eine sehr gute Länge. Deine Bälle werden dadurch nicht kürzer. Die werden knackiger, gerade und länger. Ich habe gute 40 Meter zur Fahne. Mein Ball liegt auf einem Bergaufhang. Und das sind sehr gute Bedingungen, um einen fetten Pitch hinzubekommen. Und natürlich wäre es noch schlimmer, wenn dazwischen ein Bunker wäre. So, wenn du merkst auf der Runde, dass diese Annäherung, diese Halbschwung-Annäherung gar nicht gut klappt, dann solltest du sofort gucken, dass dein Schwung so aussieht. Das sind ein paar Kleinigkeiten, die hier wichtig sind. So, ja, du merkst, meine Handgelenke sind viel passiver. Die sind noch da, aber gefühlt schwinge ich ohne Handgelenk. Meine Arme bleiben während des gesamten Schwunges zusammengedrückt und dann stehe ich auf jeden Fall gerade oder leicht nach rechts. Warum? Weil ich möchte gefühlt einen leichten Draw spielen, einen Ball mit etwas Linksdrall. Ich schwinge von hier, der Schläger ist genau oberhalb der Fußlinie, etwas nach rechts. So, es ist ein Schwung leicht von innen nach außen. Und meistens springen die Bälle dann leicht nach links. Folgendes
kennen wir, glaube ich, alle. Oh, das hat mich fast getroffen. Der Ball kommt beim ersten Versuch gar nicht raus. Und dann gibt es eine Krise. Man ist verkrampft. Man hat natürlich Angst, sich zu blamieren, das zu wiederholen. Hier habe ich einen Trick für dich. Halte den Schläger mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist, und winke so. Schau, was jetzt passiert. Mein Handrücken beugt sich zum Oberarm. Das passiert. Und was dann auch passiert, ist, dass die Schlagfläche ganz stark aufbleibt. Das musst du einfach ein paar Mal üben, das spüren, und dann passieren kleine Wunde im Bunker. Dann gräbt sich der Schläger nicht in den Sand ein. Und dann kannst du bewusst in den Boden gehen, weil du weißt, jetzt kann ich nicht fett sein. So einfach das ein paar Mal machen und deine Bunkertechnik bleibt gleich. Breite Beine, tiefe Hände, dreh den Körper beim Durchschwingen, aber das Gefühl haben mit den Händen. Ich finde, das Schlimmste, was auf der Runde passieren kann, ist, man fängt an, man ist immer noch ein bisschen kalt, das Gefühl ist nicht ganz da. Und dann macht man ein, zwei an den ersten Löchern schlechte Chips ums Grün herum. Und ja, man toppt den Ball über das Grün oder man trifft ihn fett. Das ist gar nicht gut, weil wie soll ich den Rest der Runde hinbekommen? Was ist, wenn ich das Grün nicht treffe? Ich bin jetzt gezwungen, perfekt Golf zu spielen. Ich fange an mit dieser Entfernung, das sind ungefähr 15 Meter. Und ich werde einen Chip-and-Run spielen. Ich glaube, der kommt ziemlich oft vor. Ich habe ein Eisen 9. Stehe bitte als erstes so nah wie möglich am Ball. Das ist wichtig, weil wenn du nah bist, kannst du nicht den Schwung übertreiben. Den Schaft, bekomme ihn so aufrecht, wie du kannst. Dann, wenn du es schaffst zu pendeln, hat der Schlägerkopf viel bessere Chancen, an die gleiche Stelle zurückzukommen, als wenn ich irgendwo hier wäre. Ballposition mittig, leicht rechts, so wie du dich wohlfühlst und so wie die Lage das gestattet. Schlechte Lage rechts, gute Lage weiter vorne. Und Griff, wenn du möchtest, mach dein ganzes kurzes Spiel mit dem Patte-Griff. Und jetzt das Wort Patten ist ja wichtig, weil du musst das Gefühl haben, dass du eine Pattbewegung machst mit diesen ganzen Schlägern. Und wenn du dieses Pattgefühl hast, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, gucke, dass du die Schulter viel bewegst. Und da, der Grund, warum ich Patten sage, ist, weil ich nicht möchte, dass du zu sehr um deinen Körper schwingst. Ich möchte, dass der Schläger hier gerade zurückgeführt wird und nicht nach hinten, wie man das so oft sieht. So, jetzt mache ich den Chip-Putt mit dem gleichen Schläger, Eisen 9. Dieses Mal verwende ich meinen Puttergriff. Gewicht links, Ball leicht rechts, Schulter nach oben. So, jetzt Semiraf, strecke ihn schön runter. Da ist nicht viel Grün, der Ball muss relativ hoch fliegen. Ich muss eine Art Bunkerschlag hier machen. Erst den Boden, dann den Ball. Aber mit einem weichen Eintreffwinkel. Ich werde es genauso tun. Ich spiele jetzt nur den Ball etwas mehr vorne. Ich öffne das Blatt mehr. Und ich achte wieder darauf, dass meine rechte Schulter beim Ausholen nach oben geht. Ich schwinge voller und langsamer, damit der Ball höher fliegt. Ich stehe immer noch nah am Ball. Damit kann ich leben von so einer Lage. So, da habe ich gepattet mit dem Sandwich, also gefühlt gepattet. Und sehr schnell wirst du wieder Selbstvertrauen bekommen, Angst verlieren und dann kannst du anfangen mit deinen Tricks ums Grün herum und wieder Spaß haben.
Wenn dieses Video dir gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Und falls du noch nicht Abonnent von VH Golf bist, ja, bitte werde Abonnent. Tschüss.